SharePoint-Podcast, Ausgabe 403 vom 15.12.2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Jo, zuverlässig wie fast jeden Monat? Ja, hallihallo, herzlich willkommen zur 403. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Er ist noch da. Ich bin auch noch da. Ich habe bloß nicht gepodcastet. Ich hatte so viel zu tun. Ich war auf diversen Veranstaltungen in den letzten Monaten unterwegs und hatte auch noch das andere, ein oder andere Sonstige zu erledigen. Muss ja auch mal passieren. Und ich habe ganz viel Video gemacht und insofern musste der Podcast oder hat der Podcast darunter etwas gelitten, sodass die letzte Ausgabe jetzt schon fast 2 Monate her ist. Heißt aber nicht, dass hier irgendwas eingestellt wird, sondern hier geht es natürlich auch weiter und fürs nächste Jahr bin ich natürlich auch dran, schon mal einen besseren Produktionsplan oder meinen Produktionsplan an die veränderten Vorlieben meinerseits anzupassen. Das mit Video ist ja doch wesentlich aufwendiger und ich habe ganz viele Videos gemacht auf den Konferenzen mit vielen spannenden Interviews. Und das geht alles jetzt so nach und nach online auf dem SharePoint Community YouTube-Kanal oder eben auch auf SharePoint Social. Und ich werde auch von der ein oder anderen Session und dem ein oder anderen Interview die Tonspur hier in Podcast-Episoden veröffentlichen, dass auch ihr hier in den Genuss dieser hochinteressanten Gespräche kommen werdet. Aber jetzt zur heutigen Ausgabe der 403. Es heißt mal wieder Vancouver Calling. Und wer hier länger diesen Podcast hört, weiß, wir schalten nach Kanada, nach Vancouver. Der Oliver Wirkus ist dort vor 4 Jahren mit seiner Familie hin ausgewandert, arbeitet dort und gibt uns jedes halbe Jahr mal so ein kleines Feedback, wie es ihm ergangen ist, wie es ihm ergeht und wie so die Sicht auf Office 365, auf diese ganze Technologieplattform aus kanadischer Sicht wie die so ist. Und das gibt's jetzt im Vancouver Calling Interview mit Oliver Wirkus. So, hallihallo Vancouver Calling. Ja, ich rufe rüber über den großen Teich nach Kanada und begrüße den Olli am Mikrofon, beziehungsweise am Skypophon. Hallo Olli. Hallo Michael. Ja, ein Vancouver Calling zum Ende des Jahres. Das ist jetzt unser, du zählst immer so gut mit. Ich glaube, es ist unser 5. oder? Na, ich hab nicht wirklich gut mitgezählt. Nein, aber könnte ungefähr hinkommen, ja. Genau. Ja, Olli, du als Immigrant mit deiner Familie in der kanadischen Wildnis, nein, nicht ganz in der Wildnis, wie geht's euch? Ja, uns geht's soweit gut. Wir stecken mitten in den Weihnachtsvorbereitungen und um gleich die nächste Frage vorwegzunehmen. Wir werden immer noch ein europäisches Weihnachten feiern. Das heißt, bei uns ist immer noch Geschenke und Feier am 24., nicht am 25. hier wie bei den Nordamerikanern. Aber ja, wir stecken mittendrin in den Vorbereitungen. Ich gucke jetzt gerade, dass ich meine Projekte noch so halbwegs zu einem Abschluss bringe, bevor ich mir dann eine Woche Urlaub gönne zwischen Weihnachten und Neujahr, um ein bisschen auszuspannen, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir werden mal sehen, was wir machen, ob wir hier in der Gegend bleiben oder ob wir Freunde und Bekannte besuchen. Das werden wir dann mal sehen. Ja, 2018 neigt sich dem Ende. Bei uns in Deutschland und in Europa war ja ein Top-Thema GDPR, Datenschutzgrundverordnung. Hast du davon was mitbekommen und seid ihr davon in irgendeiner Weise auch betroffen? Ja, natürlich habe ich etwas davon mitbekommen. Ich verfolge ja auch ein bisschen ich verfolge auch natürlich die ganzen europäischen Nachrichten und alles, was drüben in Good Old Europe so alles vor sich geht. So etwas Ähnliches haben wir hier drüben eigentlich nicht. Dennoch ist das hier für manche Kunden ein Thema. Das ist besonders dann der Fall, wenn man mit Kunden arbeitet, die Departments drüben in Europa zum Beispiel haben. Also ich hatte jetzt ein paar Kundenprojekte mit internationalen Firmen, die auch ihre Dependancen in Deutschland haben. Und da war das natürlich auch ein Thema, ja. Naja, Office 365 und Microsoft hat ja mittlerweile dafür gesorgt, dass sozusagen
soweit ich jetzt weiß, alle Anforderungen von Office 365 oder Microsoft 365, wie es jetzt heißt, erfüllt werden. Und sieht das ja mittlerweile nicht nur als lästige Pflicht, um irgendwas in Europa machen zu können, sondern bietet quasi diesen Sicherheitsstandard oder diesen Schutz für Privatdaten quasi jetzt als Vorteil für alle an, weil jeder kann quasi auch, wenn er jetzt nicht in Europa ist, auf entsprechende Regularien und entsprechende Sicherungsmechanismen zurückgreifen. Das Thema Sicherheit nimmt ja auch immer einen größeren Aspekt ein. Ist das bei euch auch ein Thema in dieser Art und Weise? Oh ja, das Thema Sicherheit ist ein großer Aspekt. Ich habe jetzt festgestellt, so in dem letzten halben Jahr ist es doch wieder vermehrt zu, ja sagen wir es mal so, vermehrt zu Migration gekommen. Ich mache immer noch relativ viele Migrationsprojekte Richtung Office 365 oder Microsoft 365, wie es ja jetzt heißt. Und es ist immer wieder die Frage nach, ja, wie sicher ist denn die Cloud und was können wir denn tun, um unsere Dokumente sicherer zu machen. Das ganze Thema Compliance ist ein großes Thema und wir hatten jetzt auch schon einige Kunden, bei denen wir, wie heißt das so schön, Azure Information Protection eingerichtet haben. Also auch das ist ein Thema. Es gibt immer mehr Kunden hier auch drüben, hier in Nordamerika und auch in Kanada, die sicherstellen wollen, dass ihre Dokumente, die sie in der Cloud speichern und die sie auch weitergeben können und die sie weitergeben wollen, dass die natürlich auch gesichert sind. Und wie gesagt, Azure Information Protection und das ganze Thema Compliance in Microsoft 365, das wird immer mehr ein Thema hier drüben. Ja, aber man auch sieht, dass immer mehr da eingebaut wird, nicht? Und was man jetzt als Administrator auch gar nicht mehr, ich sag mal so, bis in die tiefsten Tiefen administrieren muss, sondern man konfiguriert halt die Optionen, die da sind und kann sich diese ganzen Sicherheitsfeatures quasi für sein Unternehmen bereitstellen lassen. Also ich habe gerade, glaube ich, gestern gelesen, dass man jetzt auch externe Links von OneDrive verschicken kann, wo man dann aber keinen Download machen kann, wo man sich das nur ansehen kann. Also da kommen ja immer mehr Funktionen hinzu und wenn man immer sagt, ja, in der Cloud ist ja so unsicher, da würde ich mal sagen, in der Cloud, wenn du das da bei Microsoft abspeicherst, da hast du so viele Features, da kannst du noch ganz andere Sicherheitslevel anlegen, als wenn du jetzt sagst, oh, ich habe bloß meinen Rechner irgendwie im eigenen Rechenzentrum schon stehen und meine Daten liegen bei mir. Aber der schützt ja eben auch den Transfer der Daten oder die Arbeit mit den Daten und geht nicht nur dahin, dass man sagt, ich mache jetzt irgendwie den Server sicher und den Speicherort. Ja, absolut, das stimmt. Sagen wir es mal so, die Sache ist relativ einfach einzurichten, da hast du recht. Also so als Administrator muss man sich jetzt nur ein bisschen damit auskennen, mit den Features, was kann ich einschalten, wie funktioniert das Ganze. Das hat Microsoft relativ gut hinbekommen und das ist auch relativ einfach zu verwenden. Ich denke mal, das größere Problem ist, wie implementiere ich das in einer Company? Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur hingehe als Administrator und diese ganzen Sicherheitsfeatures da jetzt einschalte, ich weiß nicht, ob das wirklich so die gute Lösung ist. Ich denke mal, das ist eine Art, wie heißt das so schön, Bärendienst. Ich glaube, man muss natürlich zuvor auch mal der Belegschaft klar machen, okay, das ist das, was wir erreichen wollen, das sind die Probleme, die wir momentan sehen, das sind die Lösungen, so wollen wir das einrichten und für euch bedeutet das jetzt, dass in der nächsten Woche dieses Feature ausgerollt wird. Danach kommt das. Also ich denke mal, es ist sinnvoll, gerade auch was das Thema Sicherheit angeht und was das Thema Compliance und Azure Information Protection angeht, dass man da die ganze Belegschaft informiert, dass man da Trainings macht und dass man genau erklärt, was man erreichen möchte und welche Auswirkungen das Ganze für die Belegschaft hat. Denn sind wir mal ehrlich, ich glaube, es ist schon ein großer Schritt für Mitarbeiter in einem Unternehmen, die jetzt sagen wir so, den ersten Schritt gemacht haben Richtung Cloud, Richtung Office 365 und jetzt quasi den nächsten Schritt machen, um ihre Daten abzusichern. Ja, ich finde es interessant zu sehen, weil man tatsächlich anfängt, sich über Datensicherheit wirklich mal Gedanken zu machen, was das überhaupt bedeutet. Ich meine, vor 3 Jahren haben alle immer gesagt, ja, Cloud ist unsicher, wir machen das alles bei uns und dann ist schon gut. Wenn wir nicht in die Cloud gehen, sind wir ganz sicher. Jetzt mit den Diensten, die in der Cloud sind, und gerade was ist auch mit dem Rights Management, was da ist. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo es dann noch diesen, hieß das nicht, Rights Management Server und so weiter, den man dann lokal installieren kann, was irgendwie aber auch niemand so richtig gemacht hat, weil das alles
unheimlich kompliziert war, das einzurichten und wirklich Spezialwissen war. Heute hast du diese ganzen Funktionen und noch mehr aus der Cloud. Wenn du auf Office 365 bist, hast du das alles prinzipiell zur Verfügung und du musst dir jetzt tatsächlich im Unternehmen wirklich mal Gedanken darüber machen, was heißt eigentlich Datensicherheit? Das ist eben nicht nur, wo ist es gespeichert, sondern wie gehe ich mit den Daten um? An wen darf ich was verschicken? Und du musst natürlich dann auch mit deinen Mitarbeitern diskutieren, worum es da geht und bei ihnen sozusagen so ein, wie sagt man so schön, so ein Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit wecken, dass das eben nicht nur damit getan ist, dass es irgendwo abgespeichert, sondern der Teufel und die Gefahren stecken überall und man kann sich da immer besser absichern, wenn man die entsprechenden Funktionen dann auch einschaltet und sich dieser Gefahren auch bewusst ist. Ganz genau, ja, genau das ist es. Und auf der anderen Seite, solche Sicherheitsmechanismen, wie jetzt eben hier das ganze Compliance und Azure Information Protection, das hat natürlich auch starke Auswirkungen auf die Arbeitsweise in einem Unternehmen. Das heißt, auf das Daily Business. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter immer genau gucken muss, okay, ich habe jetzt hier ein Dokument, ich muss auf irgendwelche Labels gucken, kann ich das Dokument mit jemand anders sharen? Dieser jemand anders, ist das jetzt jemand, der zu meinem Unternehmen gehört? Ist das jetzt jemand, der völlig außerhalb meines Unternehmens ist? Oder ist das vielleicht jemand, der zwar außerhalb meines Unternehmens existiert, der aber zum Beispiel einen Unternehmensaccount hat, damit das Sharing von Information oder Collaboration, damit das einfacher ist. Ja, und das sind solche Punkte, wo ich sage, da muss man natürlich gucken, dass man den Mitarbeitern auch das genau erklärt, dass man auch Governance-Regeln hat bei der ganzen Sache. Ein Beispiel, um das Ganze jetzt vielleicht mal ein bisschen näher zu beleuchten. Ich hatte jetzt das Problem mit einem Kunden und dieser Kunde, der wollte auf eine einfache Art und Weise sicherstellen, dass einige seiner External Subcontractors, also wie heißt das so schön, External Users, dass die Zugriff auf seinen SharePoint Online kriegen, dass die Zugriff auf manche Channels in Microsoft Teams bei dem Kunden bekommen. Und ich vermute mal, weil sich da niemand wirklich genau mit dieser Materie auseinandergesetzt hat, sind die einfach hingegangen und haben gesagt, gut, wunderbar, wir haben doch jetzt ein Active Directory in the Cloud, passt perfekt, dann richten wir doch da eine zweite OU ein. In dieser OU, da packen wir jetzt meine ganzen External Accounts rein und wunderbar. Ja, dann ist das ganz einfach für meine Mitarbeiter, Dokumente mit jemand außerhalb von meiner Organisation zu sharen, also zu teilen. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte war natürlich, und das ist relativ schnell rausgekommen, dass das jetzt eine große Verwirrung unter der Belegschaft gab, weil es war jetzt nicht mehr so einfach zu erkennen, wer gehört denn jetzt nun eigentlich zu der Company und wer ist denn jetzt eigentlich ein Externer? Ich meine, wenn ich die Accounts einfach im Active Directory einrichte, ja, dann sehe ich da Namen. Ich sehe vielleicht, dass es eine andere E-Mail-Adresse ist, aber sind wir doch mal ehrlich, in der Hektik des normalen Büroalltags, da ist es mal ganz schnell passiert, dass man auf ein Dokument klickt, auf Share klickt und dann nur nach dem Namen sucht, jetzt nicht wirklich auch die E-Mail-Adresse checkt und zack, ist mal so ein Dokument mit jemandem geshared, mit dem ich es vielleicht nicht unbedingt sharen wollte oder sollte oder durfte. Also das sind alles solche Sachen, die man dann natürlich auch im Auge behalten muss. Bedeutet, wenn ich so etwas einrichte, dann muss ich natürlich das auch an meine Belegschaft kommunizieren. Dann brauche ich Governance-Regeln. Das ist eins meiner großen Steckenpferde. Also ich glaube, in jedem dritten Workshop, den ich mit irgendwelchen Kunden mache, taucht irgendwo dieses Gespenst eines Corporate Governance-Dokuments auf. Es geht heute halt einfach nicht mehr. Ich habe heute so viele Möglichkeiten, auch eben durch die Cloud und durch diese ganzen schönen, neuen, tollen Möglichkeiten. Ich brauche dort einfach Regeln in meinem Unternehmen. Diese Regeln müssen definiert werden. Ich brauche einen zentralen Platz, wo diese Regeln abgelegt sind. Ich muss meinen Mitarbeitern ermöglichen, jederzeit auf diese Regeln Zugriff zu haben. Und ich muss auch dafür sorgen, dass ich in regelmäßigen Abständen Trainings mit meinen Kunden mache. Weil, ich meine, da brauchen wir nur an uns selber zu denken, wenn irgendetwas in der großen Office 365-Welt kommuniziert wurde, das ist 6 Monate her, ich meine,
Das ist schon manchmal schwer, sich genau an diese Details zu erinnern. Was hat Microsoft da jetzt genau vor 6 Monaten gemacht? Wie war das nochmal? Ja, und zack, habe ich schon wieder das Problem. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht mehr genau, war das jetzt so oder war das jetzt so? Ich habe nur noch so eine nebulöse Vorstellung von dem. Okay, Internet anschmeißen, nachgucken, was ist denn damals publiziert worden? Und genauso ist das eben auch mit solchen Sicherheitsregeln im Unternehmen. Naja, ich glaube, die Sicherheit wird uns auch in Zukunft immer weiter beschäftigen. Ich hatte auf der europäischen SharePoint-Konferenz in Kopenhagen mir einen Vortrag angehört, eine Keynote von Paula Januszkiewicz. Die ist auch MVP und die beschäftigt sich halt gerade so mit Datenhacking und hat dann mal so während ihrer Keynote 2, 3 kleine Tools rausgezogen und mal gesagt, naja, gucken wir mal, was so im Browser alles an Credentials gespeichert ist, die ich dann auslesen kann. Und er hat gesagt, dass man also, und er hat gesagt, sie kann jeden Rechner dann nur relativ schnell innerhalb von, weiß ich was, 2, 3 Stunden knacken. Das wäre jetzt alles überhaupt kein Problem. Also die Gefahren lauern überall. Und sie hat aber auch, was ich sehr, nicht nur beeindruckend, aber auch so also Anstoß, also als Gedankenanstoß empfand, hat sie gesagt, es ist eben nicht nur die technische Schutz, den man braucht, sondern es ist auch dieses Social Engineering oder dieses Social, was man drumherum, dieses Verständnis für Datenschutz. Und sie sagt auch, sie arbeitet auch als Berater für Unternehmen, um so Sicherheitslücken aufzuspüren. Und sie hat bei einem Unternehmen beim Baumarkt, sollte sie halt mal versuchen, irgendwas zu stehlen. Und dann ist sie halt, hat sie gesagt, was macht sie jetzt? Wie geht sie da rein, so als Unbekannte? Also sie hat sich so ein Tablet in die Hand genommen, eine Excel-Tabelle draufgeladen, ist dann einfach reingeladen. Ja, hallo Jungs, ich sollte hier mal das und das checken. Und wo ist denn jetzt deine Sicherheitskarte? Nee, ich muss jetzt doch hier checken. Ich habe jetzt keine, ja, kannst du reinkommen? Naja, und dann ist sie da reingegangen und nachher hat sie gesagt, so, jetzt soll sie irgendwas klauen, was klaut sie denn? Hat sie einfach einen Teppich über die Schulter gelegt, ist dann freundlich grüßend rausgegangen, weil mir alle schon das Gefühl hat, na, die kennen wir ja schon, hat sie dann da einfach den Weg rausgefunden. Also die Gefahren lauern heute eben nicht nur technisch durch irgendwelche verfischten E-Mails oder sowas, sondern die können auch noch ganz anderen Stellen sein. Und ich denke mir, dieses Bewusstsein für Datensicherheit, für Datenschutz, das ist auch durch dieses Thema GDPR bei uns in Deutschland, glaube ich, und auch in Europa gesteigert worden und auch natürlich bei großen Anbietern. Es gibt zwar immer noch einige amerikanische Zeitungen, wenn ich auf deren Webseite gehe, da ist immer noch diese Vorschaltseite, die sagt, sorry, du kommst aus der EU, wir können derzeit euch keine Daten anbieten, weil wir irgendwie es noch nicht geschnallt haben mit der GDPR. Das ist immer noch, aber auf der anderen Seite, man sieht eben das Bewusstsein dafür wird besser und naja, vielleicht können wir da halt noch was flicken am Datenschutz und an der Datensicherheit. Da ist ja auch einiges über die Jahre doch ganz schön den Bach runtergegangen. Ich meine, wenn man in Richtung künstliche Intelligenz guckt, was da alles auf uns zukommt, das sieht ja auch noch irgendwie sehr nebulös aus. Was machst du denn oder was macht ihr denn so in Richtung dem Top-Thema, was wir jetzt im Herbst hier bei Microsoft in Deutschland oder auch weltweit aufgemacht haben? Das ganze Thema KI und der moderne Arbeitsplatz. Ist das bei euch auch schon angekommen? Bestimmt. Ja, natürlich ist das angekommen. Das ist auch, ein immer wiederkehrendes Thema auf allen Konferenzen. Und egal, ob das jetzt was mit SharePoint, mit Office 365 zu tun hat, ob das unser lokales Office 365 User Group Treffen hier in Vancouver ist oder letztens war eins in Toronto drüben. Dieses Thema künstliche Intelligenz oder AI, das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Ich muss allerdings zugeben, dass ich da immer noch so ein bisschen zwiegespalten bin. Also für mich ist das jetzt noch nicht unbedingt ein Thema, was jetzt Einzug in meinen persönlichen Büroalltag hält. Ich muss ehrlich sagen, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich zum Beispiel Anfragen an andere Hersteller schicke. Ich hatte es jetzt letztens mit ShareGate zum Beispiel. Ja, genau, ShareGate. Da war eine Anfrage, die hatte ich an den Support gestellt, weil ich wissen wollte, okay, wann unterstützt ihr denn zum Beispiel Nintex 2019? So, weil ich gerade eben eine Migration plane. So, ich habe ein paar Fragen gehabt, die habe ich an den Nintex Support gestellt und das Erste, was ich bekomme, ist natürlich eine automatisierte Antwort von so einem Bot, der sagt, ja, wunderbar, schön, freut mich, dass du das gestellt hast, das ist angekommen und ich werde natürlich dafür sorgen, dass diese Antwort, dass diese Frage so schnell als möglich weitergereicht wird und beantwortet wird.
ja, muss ich ein bisschen schmunzeln darüber. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt künstliche Intelligenz, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt so ein bisschen persönlich sehe. Es ist ein großes Thema hier drüben, aber ich glaube, dieses Thema steckt immer noch so ein bisschen in den Anfängen, weil, lass es mich so sagen, ich glaube, die Firmen hier drüben, die sind sich noch nicht so hundertprozentig im Klaren darüber, wie sie das jetzt irgendwo letztendlich in ihren Unternehmensbereich einsetzen können, welche Anwendungsfälle es da gibt. Verstehe mich nicht falsch, natürlich gibt es Anwendungsfälle für solche Sachen. Ja, wenn ich mir den ganzen großen Bereich Wissenschaft und Science zum Beispiel ansehe, da gibt's jede Menge. Wenn ich mir das ganze produzierende Gewerbe angucke, wenn ich an große Automobilfirmen mir anschaue, da jetzt was haben wir da als BMW, Porsche, Mercedes, um jetzt ein paar zu nennen, und mit ihren ganzen Robotern, da macht sowas natürlich schon Sinn. Ja, absolut. Aber für den normalen Büroalltag, für das, was die Mitarbeiter hier tagtäglich machen, das heißt, die sitzen vor ihren Bildschirmen, beantworten Anfragen, arbeiten an irgendwelchen Dokumenten, an Kundenanfragen, bearbeiten dies, bearbeiten das, da tue ich mich momentan noch ein bisschen schwer, da jetzt wirklich einen sinnvollen Anwendungsfall zu sehen. Naja, das ist interessant zu hören, weil ich hatte auf der Enterprise Business Corporation, auch einer Konferenz, die war hier in Berlin, habe ich ein World Café moderiert zum Thema KI und der moderne Arbeitsplatz. Und habe natürlich auch den Teilnehmern dann immer die Frage gestellt, wer nutzt denn schon KI auf seinem Arbeitsplatz? Und da haben natürlich auch gesagt, nein, wer ist denn schon auf Office 365? Da haben viele genickt. Da habe ich gesagt, na gut, was ist denn mit PowerPoint Ideas? Was ist mit Excel Ideas? Was ist mit Transkriptionsfunktionen in Microsoft Stream? Was ist mit der automatischen Filterung und Sortierung von E-Mails in Outlook? Was ist mit der Diktierfunktion in Word? Und so weiter und so fort. Und da steckt mittlerweile schon so viel. Ich gebe gern zu, wir kamen relativ schnell in die Diskussion, was ist eigentlich KI? Da habe ich gesagt, also in diesem Sinne, für KI und der moderne Arbeitsplatz ist für mich sozusagen, was ich als Anwender, wenn ich meinen Laptop oder meinen PC aufmache und dann mit der Software arbeite, die für mich irgendwas im Hintergrund macht, was irgendwie automatisiert oder intelligent oder sowas ist, was mir aber die Arbeit erleichtert. Das muss jetzt kein neuronales Netz im Hintergrund sein, sondern selbst wenn ich sowas wie PowerPoint Ideas habe, ich haue da meine Folien rein, nehme einfach bloß eine Bullet Point Liste und dann macht mir PowerPoint eben aufgrund der Inhalte verschiedene Vorschläge fürs Design. Aber eben nicht nur fürs Design, sondern der guckt auch in die Texte rein. Und wenn da zum Beispiel irgendwo Sonne drin steht, dann macht er das in Bullet Point eine Sonne-Icon da rein und nicht mehr ein Bullet Point. Und da passiert schon viel im Hintergrund, was man gar nicht merkt. Und da fand ich immer sehr interessant, da gibt es noch viele andere Sachen, diese automatischen Übersetzungsfunktionen, die drin sind. In Teams und in PowerPoint kannst du diese Live-Übersetzung mitmachen und so weiter und so fort. Das ist schon interessant zu sehen. Auf der Microsoft Ignite-Tour hier in Berlin, die war ja auch jetzt vor letzte Woche, da wurden alle Vorträge live transkribiert. Das heißt, du hast immer, wenn der Sprecher war, oben an der oberen Seite, hast du immer in zwei Zeilen in Englisch den Text gesehen, den er gesprochen hat. Und zwar automatisch übersetzt. Interessanterweise gab es eine App zu dieser Veranstaltung und du konntest dann auf der Session in der Session-Eintrag auf den Knopf klicken und dann sahst du das tatsächlich auf deinem Smartphone auch diesen Text laufen. Und dann konntest du da noch die Sprache auswählen und konntest dir quasi die Englische ins Deutsche übersetzen lassen. Ja. Das hat einen ziemlich großen Fun-Faktor, ja. Ja, weil da ist sicherlich noch Raum für Improvement nach oben. Aber es ist schon Wahnsinn zu sehen, wie du dann quasi tatsächlich da sitzt und sagst, okay, jetzt warten wir mal noch ein Jahr, bis diese ganzen Übersetzungsfunktionen noch alle viel besser werden. Und die werden besser werden, weil einfach dadurch, dass das benutzt wird, einfach die Erkennungen aufgrund der Datenmassen einfach viel besser werden. Und dann sitzt du da und schaust dir das an. Ich habe gerade ein Video gemacht auf der Europäischen Schäferkonferenz mit einem Kollegen in deutscher Sprache, 10 Minuten. Und wenn man das in Video in Stream hochlädt, in Englisch, wird es ja automatisch transkribiert. Ne? Da kannst du praktisch die Inhalte dann durchsuchen, weil du hast den Text, kannst du sehen und so weiter genau da durchgehen. In Deutsch geht das noch nicht. Jetzt habe ich aber hier über die Podcast-Funktion die Möglichkeit, dieses Video auch in Deutsch
über Google Speech in Text zu einer übertragen zu lassen, kriegt dann eine VTT-Datei raus. So, wenn du die jetzt manuell auf Stream hochlädst und dann einfach die praktisch dort einbindest, dann ist plötzlich auch der deutsche Text, das deutsche Video mit deutschem Text unterlegt und du kannst dann auch mitsuchen. Also die Funktion, und ohne dass ich jetzt irgendwie Raketenwissenschaft machen muss, sondern diese Tools sind da, kommen jetzt immer ganz, ganz leise so unterschwellig mit rein und wir fangen an, die wunderbar zu nutzen. Und mein Punkt, wo ich immer sage, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, ist, wenn du zum Beispiel diese Diktierfunktion in Word benutzt. Man kann ja jetzt in Word, wenn man das aktuelle Version hat, ist ja oben so ein Knöpfchen drin. Da kannst du dann anfangen, mit dem Mikrofon rein zu diktieren in beliebigen Sprachen. Und die entsprechende Texterkennung ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe dann immer mal gefragt, würde Johann Wolfgang von Goethe sein Götz von Berlichingen damit schreiben? Und wenn du dann halt so die Key-Zeile vom Götz von Berlichingen diktierst, dann wunderst du dich schon, dass dann plötzlich, also er kann ja manchmal im Arsche lecken, heißt ja diese Zeile, wenn dann praktisch da eben steht A, Sternchen, 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 Sternchen. Und dann sagst du, ach guck mal, wo hatte ich denn diese Zensurfunktion eingeschaltet? Es gibt tatsächlich die Möglichkeit bei anderen Funktionen, habe ich ja schon gesehen, dass du da tatsächlich Profanity heißt das immer so schön, einschalten oder ausschalten. Ja, ja. Also sowas ausschalten kann. Aber das war dann schon ziemlich überraschend, wo ich sage, ach guck mal, da passiert ja was im Hintergrund, was ich vielleicht gar nicht will. Und wieso passiert denn das? Und da sehe ich es jetzt, ne? Bei den ganzen anderen Funktionen, die da im Hintergrund sind. Sehe ich das noch? Kriege ich das noch so mit? Wie gut sind die? Oder was? Das wird schon spannend. Aber ich glaube, KI, macht ihr denn sowas in Richtung mit Azure? Machst du denn auch so mit Azure Cognitive Services oder Azure Functions in dieser ganzen Richtung was? Nee. Also ich persönlich mache das nicht. Wir haben ein paar Developers bei uns bei Tutulead. Und die nutzen diese Funktionalität schon etwas, aber Cognitive Services und solche Sachen, das ist momentan immer noch so ein bisschen ein Randthema hier, weil, wie gesagt, die Organisationen, die suchen immer noch so ein bisschen nach den Anwendungsfällen und das, was du jetzt eben beschrieben hast, ja, natürlich ist das ein Anwendungsfall und diese App, die du gerade erwähnt hast mit dieser automatischen Übersetzung, die war auch auf der Ignite schon vorhanden und das war ein richtig nettes Feature, dass man wirklich oberhalb auf den Schirm mitlesen konnte oder dass man dann auch auf dem Smartphone mitlesen konnte, was jetzt zum Beispiel Satya da vorne alles erzählt. Das ist schon eine nette Sache, ja. Sicherlich hat das auch irgendwann mal einen sinnvollen Einsatzzweck im Büroalltag. Was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass wenn Videokonferenzen zum Beispiel bei einem Unternehmen sind und da sind jetzt Mitarbeiter von mehreren Standorten beteiligt, dass man dann irgendwo sagt, okay, ich nutze jetzt, ja, Skype ist ja eigentlich nicht mehr, ich nutze jetzt Microsoft Teams und nutze jetzt da dann, wenn vorhanden oder sobald vorhanden, da jetzt so eine automatische Übersetzungsfunktion. Ich bin sicher, dass die auch mal irgendwann kommen wird. Das ist dann sicherlich ja ein nettes Feature für solche Dinge. Ich habe das auch schon mal so ein bisschen getestet. Ich habe das hier mit meinen Kollegen auch mal getestet. Ich bin ja hier momentan der Einzige, der an der West Coast. Ah, halt, nee, stimmt gar nicht. Wir sind ja mittlerweile zu zweit an der West Coast hier. Stimmt ja gar nicht. Mhm. Ich habe das mit meinen Kollegen in Toronto drüben gemacht. Wenn ich drüben sage, dann heißt das immer, das ist letztendlich auf der anderen Seite von Kanada. Das hieße dann, das sind mehrere tausend Kilometer dazwischen, das ist ein mehrstündiger Flug, aber für uns hier ist das einfach. Ja, drüben. Aber das ist dann der französische Teil, ne? Oder? Nee, noch nicht. Das ist gerade noch so an der Grenze, ist gerade noch der englische Teil. Okay. Ich habe das mit den Kollegen mal gemacht, dass wir das einfach mal ausprobiert haben. Und wir haben jetzt mal solche Chats gemacht und ich habe dann jetzt hier mal die Übersetzung laufen lassen. Ich habe mir das dann ins Deutsche übersetzen lassen. Sagen wir es mal so, es funktioniert, die Qualität, da hast du recht, ist schon recht annehmbar. Also es ist erstaunlich, wie gut das rüberkommt. Wo ich allerdings meine großen Schwierigkeiten mit hatte, war, dass ich dann auf dem Kopfhörer quasi meine Kollegen gehört habe, in Englisch.
auf dem Bildschirm habe ich dann die Übersetzung ins Deutsche gesehen, die ein bisschen zeitverzögert ist. Und das ist manchmal schon etwas verwirrend, beziehungsweise auch sehr anstrengend, weil man sich doch sehr arg konzentrieren muss, wenn man dann den Originalton quasi auf dem Kopfhörer hat, aber dann eine Übersetzung auf dem Bildschirm mitliest, die auch immer ein bisschen zeitverzögert ist. Also ich muss sagen, ich finde es sehr anstrengend und ich habe das auch schon bei der Ignite gemerkt. Ich habe es geschafft, muss ich sagen, so 5 bis 10 Minuten immer wieder oben auf diesen laufenden Text zu gucken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das dann wirklich sehr anstrengend und ich habe dann gesagt, okay, ich gucke da oben nicht mehr hin. Ich mache die App auf meinem Smartphone aus. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf den Sprecher da vorne, weil das ist wesentlich einfacher für mich, auch wenn ich dann vielleicht manche Feinheiten jetzt nicht so ganz verstehe, beziehungsweise vielleicht ist ja auch die Audioqualität jetzt auf solchen Konferenzen auch nicht so immer so die allerbeste. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man das ein oder andere kleine Detail dann irgendwo nicht mitbekommt, was dann über den Text vielleicht transportiert worden wäre. Aber wenn man... Naja, ich denke aber, das ist, also so gut sind diese Übersetzungen und auch diese Dinge einfach noch nicht. Also meine Meinung dazu ist zu diesem Ganzen ist immer, ich krieg in der Regel den Sinn mit, aber wenn das irgendwas Verbindliches wäre, würde ich das gerade bei der Übersetzungsfunktion nicht unterschreiben. Nee, absolut nicht. Nee. Also, genau. Und ja, also das wäre jetzt für mich so ein Anwendungsfall, wo ich sage, da könnte ich mir das mal irgendwo vorstellen. Das geht auch für mich in die Richtung KI. Ja. Okay, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das wirklich bei Unternehmen einzieht. Und wenn ich mir jetzt mal andere Anwendungsfälle ansehe, die manche Unternehmen jetzt anbieten, da war ja auch das ganze Thema Bots, was mal irgendwo vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr mal so richtig gehypt war. Also da hört man auch nicht mehr allzu viel davon und es gibt so ein paar Unternehmen, die immer noch in diese Richtung gehen, die da immer noch Bots irgendwie anbieten, die auch vermeintlich immer intelligenter werden. Aber ja, wie gesagt, ich sehe noch keinen wirklichen Anwendungsfall in Unternehmen von irgendwelchen Nischen jetzt vielleicht mal abgesehen. Das eine, was mir jetzt gerade noch einfällt, wir hatten am Anfang über das Thema Sicherheit und Information Protection gesprochen. Also da habe ich letztens etwas gesehen, wo ich sage, naja, das wäre jetzt für mich ein brauchbarer Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz im Unternehmen. Und zwar war das eine zusätzliche Software, die automatisch Dokumente analysiert hat. Mit analysiert meine ich jetzt nicht nur durchgelesen, sondern auch wirklich analysiert, auch in einen gewissen Kontext gestellt hat. Das dauert halt ein bisschen, das ist eine relativ lange Lernphase. Aber diese Software war dann wirklich in der Lage, ein Dokument ja nicht wirklich zu verstehen, aber doch in einen gewissen Kontext zu setzen und basierend auf diesen ganzen Informationen dann festzustellen, okay, das ist ein Dokument, was geschützt werden muss. Das ist ein Dokument, was dann irgendwie das Label Confidential, Highly Confidential bekommt oder automatisch wird dann erkannt, das ist ein Dokument, was das Label Internal bekommt oder Public bekommt. Und das hat schon relativ gut funktioniert. Und das ist jetzt so eine Sache, das könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt im Unternehmen guckt, dass man seine Sachen ein bisschen mehr schützen will, eben mit Compliance oder Azure Information Protection und dann jetzt eben künstliche Intelligenz damit reinbringt, um sich einfach diesen ganzen Prozess des Taggens von Dokumenten ein bisschen zu erleichtern. Ja, das würde ich sagen. Das ist aber etwas, was eigentlich auch demnächst in SharePoint Online da sein wird. Zum einen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist. Also ich habe letztes Jahr schon, im Frühjahr habe ich schon auf einer Hannover Messe Industrie, hatte ich schon mal eine Demo gesehen, wo man sich selber mit Azure Functions Bilderkennung, kannst du dir super simpel zusammenbasteln, dass du eine Bilddatei in eine SharePoint-Bibliothek hochlädst, dann nimmt er die Bilddatei, schiebt die nach Azure Cognitive Service raus, lässt sich von dem Cognitive Service sagen, was in dem Bild drin ist, was da zu sehen ist und füllt dir dann entsprechend die Metadaten und eine Inhaltsangabe aus. Also ich habe es mit verschiedenen Bildern getestet, so mit einem schönen Bild von John F. Kennedy hochgeladen, dann kam zurück, also das ist John F. Kennedy und Zusammenfassung, Mann im Anzug mit Krawatte hält eine Rede.
so ungefähr. Das war das, was da rauskam. Das hat dann automatisch in die Spalten eingetragen. Und das sollte, wenn ich das mal, ich habe das, glaube ich, einen Vortrag auf der Ignite irgendwo ein Video gesehen, das soll automatisch als Funktion in eine SharePoint-Liste mit reinpommen, dass du, wenn du so ein Bild da hochlädst, dass automatisch Spalten ausgefüllt werden mit Metadaten und Zusammenfassungen, die du von Cognitive Services zurückkriegst. Und das Gleiche gibt es aber auch dann in Zukunft auch mit Dokumenten. Das heißt, wenn du ein Word-Dokument da hochlädst, wie du schon sagtest, das wird nicht nur irgendwie die Wörter gezählt, sondern die Cognitive Services im Hintergrund sind in der Lage, den Inhalt des Dokuments zu verstehen und dann quasi so ein Summary daraus zu ziehen und im Grunde genommen zu dem Dokument eine Metadaten abzulegen, aber gleichzeitig noch so ein Extract, so ein Excerpt zu machen, wo dann eine kurze Zusammenfassung ist über das, was im Dokument drinsteht. Das steht, ich weiß jetzt nicht, ob es das schon gibt oder wie weit man da ist, aber das ist etwas, was definitiv in absehbarer Zeit kommen wird, dass ich da auch gar nicht drüber diskutiere. Da sage ich immer, will ich das oder will ich das nicht? Und alle werden sagen, oh Mensch, wenn es viele Metadaten gibt, ist doch supi, dann machen wir das Feature mal, dann haben wir die schon mal Grundverschlagwortung und so weiter. Und diese Exzerpte sind ja auch prima, gerade wenn ich so eine Übersicht haben will, worum geht es eigentlich dort. Prima bei Suchergebnissen, als zusätzliches Informationsfeld, ganz klasse. Ja, und dann, das sind auch Dienste, die im Hintergrund zur Verfügung stehen und die es auch, ich denke mir, im nächsten Jahr bestimmt auch für den Benutzer geben werden. Das ist dann einfach ein Feature, was freigeschaltet wird. Und dann kann man das quasi mit nutzen. Und so wird immer mehr. Und da muss man sich sehen, wenn so eine Zusammenfassung gemacht wird, wie gut kann ich dieser Zusammenfassung dann vertrauen? Wie gut ist die? Gibt die wirklich den Inhalt dieses Dokuments wieder? Oder werden da wichtige Sachen rausgelassen? Wird da was gefiltert und so weiter? Also das sind noch spannende Sachen, die ich denke mal im nächsten Jahr auf uns zukommen. Worauf wirst du dich denn im nächsten Jahr konzentrieren? Habt ihr schon Pläne gemacht, so was mit euren Kunden im nächsten Jahr so als Schwerpunkt diskutiert wird? Eigentlich noch nicht. Und ich glaube mal nicht, dass sich der Schwerpunkt von diesem Jahr in Richtung nächstes Jahr bei uns hier so stark ändern wird. Ich sehe es immer noch so, dass wir sehr viele Migrationen machen. Und ich vermute mal, dass das nächstes Jahr auch noch weiter anhalten wird. In Richtung 2019? Weniger. Ich hab jetzt eine einzige Migration, an der ich momentan arbeite. Das war diese Sharegate-Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe. Mhm. Das ist ein Kunde, der jetzt von 2010 auf 2019 wechselt. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz spezielle Anforderungen, die dieser Kunde hat. Und diese Anforderungen, die sind also wirklich derart, dass er auch gar nicht in die Cloud gehen kann. Mhm. Und das ist letztendlich der Grund, weswegen wir gesagt haben, okay, dann macht es keinen Sinn. Dann lass uns bei On-Premises bleiben. Dann war nur noch die Idee, machen wir 2016, weil ist gerade verfügbar und alle Tools, die man dafür braucht, die sind verfügbar. Oder gehen wir gleich auf 2019. Das war letztendlich dann die Entscheidung zu sagen, okay, nein, lass uns doch auf 2019 gehen, weil das ist einfach neuer. Aber ansonsten muss ich sagen, wir machen unheimlich viele Migrationen in Richtung Cloud. Davon gehe ich aus, dass das nächstes Jahr auch anhalten wird. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es immer noch sehr viele Kunden gibt, die immer noch einen riesengroßen Fileshare im Unternehmen fahren, so das berühmte Haarlaufwerk irgendwo, weißt du? Und die das über Jahre gemacht haben, die stellenweise auch Versuche gemacht haben mit Corporate Intranets, dass sie dann gesagt haben, ich gucke mir mal SharePoint irgendwo an, aber das ist dann auch wieder untergegangen, weil es letztendlich nicht genug gepusht wurde im Unternehmen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie viele Unternehmen es gibt, die jetzt momentan gerade dann doch eben den Weg Richtung Cloud nehmen und die jetzt wirklich hingehen und sagen, ja, ich habe ein, das ist nicht mehr Jahre, das ist schon jahrzehntelang gepflegtes Fileshare mit, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Dokumenten und der berühmte Folder im Folder im Folder im Folder im Folder und das könnte ich jetzt sicherlich noch die nächsten 30 Sekunden so weitermachen. Das ganze Zeug soll jetzt dann irgendwo in die Cloud migriert werden, weil wir müssen das jetzt endlich mal machen. So. Mhm. Und dann steht man natürlich vor diesem Riesenbrocken, das sind schon Gigabytes mehr, das sind dann Terabytes an Daten mit einer höllisch komplexen Struktur und ich weiß nicht, wie viel Duplikaten von Dokumenten und du kennst ja auch diese berühmte, die berühmte Versionierungsfunktion in Fileshares, ja. Die muss man dann auch wiederum auflösen und
Also es ist erstaunlich, wie viel es da noch gibt. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr auch noch so weitergehen wird, dass wir das auch weiterhin machen werden. Das ist so momentan, denke ich mal, der eine große Schwerpunkt. Der andere, das hatten wir ja am Anfang schon besprochen, das ist das ganze Thema Sicherheit. Also alles, was jetzt in Richtung Compliance, Azure Information Protection, sowas rumgeht, ich vermute, dass das nächstes Jahr hier einfach ein stärkeres Thema wird und dass wir mit mehr Kunden zusammenarbeiten, die eben auch dieses Thema ins Unternehmen bringen wollen und die zumindest anfangen werden, ihre Dokumente im Unternehmen zu schützen. Ja, Olli, dann haben wir uns mal wieder ein bisschen abgestimmt, haben ein bisschen was erfahren, was du so machst, was bei euch so aktuell ist. Jetzt können wir beruhigt in die Weihnachtsferien gehen, in den Jahreswechsel und den Blick aufs neue Jahr richten. Ich danke dir für die Zeit, die du wieder genommen hast. Wir werden das locker im nächsten Jahr wieder holen. So im Halbjahresrhythmus sind wir ja mittlerweile immer mit dem Vancouver Calling. So ungefähr, ja. Ja, vielen Dank. Es war wie immer ein Vergnügen und ich hoffe mal, dass es für deine Leser, sagt man da nicht, wie sagt man da eigentlich? Hörer. Ja, genau. Okay. Dankeschön. Ja, für deine Hörer. Das ist manchmal so komisch. Wir sind jetzt fast 4 Jahre hier drüben und ich merke es immer wieder, dass mir hier einzelne deutsche Wörter einfach verloren gehen. Also wenn ich dann anfange zu reden und jetzt eben wie mit dem Hörer, da rauscht einem dann dieses englische Wort durch den Kopf und sagt, oh, warte mal, nee, halt. Also ich merke das immer wieder. Also so langsam setzt da wohl auch bei mir so ein Prozess ein, dass sich mein Gehirn irgendwo intern von mehr Deutsch auf mehr Englisch umstellt. Also das ist manchmal schon seltsam, ja. Aber es wäre ja auch schlimm, wenn es das nicht tun würde. Das stimmt. Hast recht. Das stimmt natürlich. Ja. Nein, es war mir natürlich auch ein Vergnügen, mit dir jetzt nochmal zu sprechen und auch ein paar Informationen hier drüben aus Nordamerika herüberzubringen. Ich freue mich auch sehr auf das neue Jahr, auf Weihnachten, auf ein paar ruhige Zeiten und allen Hörern auch hier drüben aus Kanada, aus mehr oder weniger einigen tausend Kilometer Entfernung. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, geruhsame Weihnachten, ruhige Weihnachten, vor allen Dingen mit Freunden und mit der Familie, weil ich denke, das ist besonders wichtig, dass man diese Zeit auch mit der Familie verbringt. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich sehr darauf, Michael, nächstes Jahr mit dir wieder ein paar Vancouver Callings zu machen. Genau, und das hat mal wieder bewiesen, dass aus Amerika nicht nur schlechte Nachrichten kommen, sondern auch mal ein paar gute. Ich danke dir. Tschüss, Olli. Tschüss. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Wer denkt denn jetzt dran, was nachher sein wird? Außerdem, ich muss ja gar nicht aufhören, ich kann immer weiter.